Willkommen zurück zu Top Raider 2 und ja, weiter geht's hier. Und jetzt kommt, glaube ich, der Teil, wo massig Fallen sind. Oder? Oh ne, erstmal kommen Spinnen! Geht von mir! Wo sind sie? Alter, die nagt die ganze Zeit an meinen Fuß. Jetzt ist Ruhe. So, ich glaube, ich muss das Spiel aber dann nochmal, wenn ich es beendet habe. Ich nehme jetzt ein paar Parts mal auf, aber ich glaube, ich muss dann die Helligkeit noch ein bisschen höher machen. Aha. Hier finden wir das erste Medipack und Schrotpatronen. So, ich glaube, den können wir... Genau, den können wir nach hinten ziehen. Überpowerte Lara, die zieht so einen fetten Steinblock natürlich locker mal zur Seite. So, ich glaube hier, ne, hier noch nicht, aber irgendwo, ich muss aufpassen, warte mal, unten kommt Wasser, okay. Hier ist so Falle, ne? Ja. Ja. Eindeutig. So. Das weiß ich noch, dass man hier lang hangen konnte. Da, jetzt geht es da unten los. Das sind so eine Art Sägeblätter, die immer hin und her geschossen werden. An den zweiten Teil kann ich mich gar nicht mehr so überhaupt fast gar nicht mehr erinnern. Eher an den vierten und fünften. Die hatte ich, glaube ich, zum Schluss auch nochmal selber gespielt. So. Jetzt da hoch. Aber bitte nicht in dem... Genau. Und hier kommt doch jetzt bestimmt eine Falle. Okay. Wir laufen erstmal. Ich glaube, hier muss ich hin. Yeah! Lass mich! Da runter! Boah! Ja, und hier ist auch ein Secret, aber ich glaube, das wäre nicht so gut, das jetzt aufzusammeln, weil dann wäre ich tot. Boah! So, ich würde sagen, dass ich hier schnell mal... ich weiß jetzt nicht, wie hier schnell speichern geht. Ich save hier einfach mal. Yes. Und ich weiß ja dann immer, der letzte, wenn man wieder laden muss, der letzte Punkt. So, das nächste Item versuche ich mal aufzuheben. So, hier kommen... Eieieiei. So, das... Nee, das wird nicht. Sorry, Leute, das hätte ich gerne aufgehoben, das Item, aber... Uiuiuiui. So, und jetzt muss man... hier in die Ecke. Und runter. Boah. So, da liegt was. Das möchte ich haben. Aha. Zurück. Alter, die springen. Nein, doch nicht da. Nein! Oh mein Gott. Und jetzt wisst ihr, warum ich, ne? Uiuiui. Laden. Ja, geh im Laden. Ich hoffe mal, der überspeichert das hier immer. Ah, er hat es überspeichert. So, nochmal. So, hopp. 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 Das lassen wir mal lieber. Und rennen hier
geschmeidig durch. Ja. Ecke, 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 los, runter. Uiuiui. Also da heißt es jetzt nicht springen. So, nimm das mal auf. Und einfach rennen. Okay. Wunderbar. Hier kommen, weiß ich noch, Spinnen. Nein, nicht runterfallen. Verschwindet. Geht weg. Warum kann da noch mehr? Ich höre keine. Ja, und hier gibt's noch was Besonderes. Da weiß ich noch. Aber ich glaube, wir müssen hier mal wenigstens ein kleines nehmen. Sonst packe ich das nicht. Verschwindet, ihr Spinnennäters. Weil da hinten, hier kommt man zwar nicht hoch. Also ich möchte sagen, dass man hier nicht hochkommt. Ne, hier kommt man nicht hoch. Das ist nämlich der Rückweg. Und Moment, ich muss jetzt mal gucken. Hier ging es nämlich irgendwie runter, glaube ich. Ich weiß jetzt nur nicht, ob das jetzt hier war. Wir probieren mal was. So. Fehler. Ich werde hier speichern. Genau. Nee, Save Game. So, jetzt. So. Und jetzt werde ich es versuchen. Ich hoffe, ich kann da stehen. Nein, ich kann da nicht stehen. Nein, und ich falle. Ich wusste es. Ich habe es geahnt. Das ist die falsche Stelle. Okay. Das war eindeutig die falsche Stelle dann. Aber uns, mich drängelt ja keiner, ne? Wir haben Zeit. Mir ist egal, wie viele Parts das wären. Ja, und ich weiß, es gibt auf dem PC gibt's die etwas neuere Version in Vollbild und so. Aber da habe ich ein Problem, die kann ich nicht mit Controller spielen. Funktioniert bei mir irgendwie nicht. Oder kann auch sein, dass es allgemein bei allen Leuten nicht geht. Ich weiß es nicht. So, jetzt versuche ich mal. Nein, das macht sie leider nicht. Nein, das macht sie auch nicht. Und ja, wir müssen einfach mal ein bisschen rumprobieren, wo das hier ich weiß nur, da unten gibt es irgendwas Schönes. Ich weiß, da unten ist aber auch was riesig, riesig Großes, was ich töten muss. Aber ich glaube, dann war das halt nicht dahin. Hier so an der Seite runter. Hier so. Ich glaube, hier kann ich stehen. Jawohl, hier kann ich stehen. Und dann konnte man hier so ran. Ah, jetzt haben wir's. So. Und wenn ihr ab und zu mal so ein Knacken hört oder so, das liegt nicht an meinem Headset oder sonst was, das liegt an dem Spiel. Ich habe mir den ersten Part nämlich nochmal angeguckt, ein Stück, ob das mit dem Ton und so geht. So, hier haben wir erstmal schick ein Medi-Paket, glaube ich, ist Medi-Paket. So, und hier geht's dann nach unten. Muss ich dann? Achso, ja, ich muss. So. Und wenn wir jetzt hier hochgehen würden, kommen wir nämlich dahin, wo wir jetzt vorhin versucht haben, hochzuspringen. Halt, Lara. Kann ich denn hier? Nein, ich kann nicht hier. Okay. Ich dachte, ich kann mich so schnell. Ihr wisst schon.
Aber anscheinend geht's nicht. Okay, dann müssen wir das nochmal machen. Dann klettern wir eben langsam runter. Aber im ersten Teil ging das doch auch. Müsste eigentlich hier auch gehen. Weiß jetzt nicht, warum sie das nicht gemacht hat. So. Hier war das ja. Einmal rückwärts. Festhalten, runterspringen. So, dahin. Warum merke ich mir das immer nie mit dem... So. Aber das wird schon mit der Zeit, wie gesagt, dann... Irgendwann beherrsche ich die Tastatur, den Controller dann wieder, wo jede Taste ist. So, da liegt da jetzt noch ein Medipack. Oh Mann, haben wir ein Glück. Ne, das ist dasselbe. Jetzt heb es auf. Oder ist das, könnte aber auch Munition sein und kein Medipack. Ich glaube, das ist Munition. Und eine Waffe. So. Jetzt muss ich natürlich X gedrückt halten. Ach, sorry, Leute. Ich wollte es einfach nochmal probieren. Ich dachte, das muss doch gehen. Nee, das macht sie hier ehrlich nicht. Das ist scheiße. Na, fängt ja schon wieder gut an. Ja, weil der Weg nach unten sehr, sehr lang ist. Und ich hatte in einem Video mal gesehen, dass der das so gemacht hat. Und ich dachte, jetzt probierst du es einfach nochmal. Und ja, es geht hier definitiv nicht. Ich habe nämlich gleich, ich habe X losgelassen... Hab ich sofort wieder gedrückt, aber es ging nicht. Fragt mich nicht warum. So. Ja, und hier in dem Spiel jetzt hektisch und so, das funktioniert hier in dem Spiel sowieso nicht. Und wehe, da unten gibt es nur dieses Secret, wo wir das erste vergessen haben, dann nützt uns das zweite nämlich auch nichts. Wenn man übrigens alle Secrets, diese kleinen Drachen, wenn man da übrigens alle findet, kriegt man meistens eine neue Waffe dazu, die man aber später im Spiel auch finden kann. Ne? Also so ist es nicht. Nur man hat sie dann schon halt ein bisschen eher. Ne? So wollte ich sagen. So, wir müssen diese Leiter natürlich dann nachher wieder... Noch höher, ne? Also von ganz unten bis ganz nach oben dann. Vielleicht war das ja auch... Nee. Jetzt sehe ich gar nichts. Und ich kann jetzt auch keine Fackel anmachen gerade. Hätte ich vielleicht erst machen sollen. Aber da unten sehen wir schon... So. Fackel. Ich glaube, ich kann hier auch gleich die Knarren rausholen. Gleich wird es ja wieder hell. Oder auch nicht. Ist das jetzt hier die große Fläche? Hier kommt nämlich gleich irgendwas ganz Großes. Ich schmeiß mal da eine hin. Machen wir da eine hin. Hier ein bisschen Licht ist. Und hier, wo der Eingang ist. Ah, ich weiß nicht, ob der da reinkommt. So. Kommt er? Ja, da kommt er.
ist ein T-Rex. Nein. Es ist ein T-Rex. Lass mich doch mal hier durch. Ach, ich springe jetzt hier einfach mal. Ich treffe den gar nicht, ne? Jetzt. Ich bin gleich tot. Ich bin tot. Ah, den müssen wir nochmal versuchen. Vielleicht sollten wir die Schrotflinte da nehmen. Aber ich glaube, den schafft man auch mit den Pistolen. Ich wollte eigentlich in den, in die Lücke da, wo wir rausgekommen sind. Da wollte ich eigentlich rein, weil ich glaube, da kommt der nicht ganz rein. Ich hätte unten noch einen Safe machen sollen. Jetzt müssen wir die ganze Scheißleiter nochmal runtergehen. Och, Mann. Naja, ihr könnt ja, wie gesagt, ein kleines Stück vorspulen. So, umdrehen. Zack. Und ich hoffe, ich mache das jetzt nicht alles für dieses Secret, wo wir eben schon eins vergessen haben. Na, was heißt vergessen? Wir haben es ja gesehen, aber das war mir zu eng da, also wo die Wände da auf einen zukamen. Ne? Das war wirklich, das Zeitfenster war, da muss man echt besser spielen wie ich. So. Jetzt ran hier und dann ganz schnell runter wieder. Ja, seht ihr, ich kann jetzt keine Fackel mehr, aber jetzt bin ich schon auf der Leiter. Also wird es gleich nochmal wieder dunkel. Ja, und die Musik habe ich jetzt extra ein bisschen leiser gemacht. Ich höre sie zwar jetzt gerade leise im Hintergrund, aber es gibt dann leider immer wegen Dritter wird das Video, und ich möchte jetzt nicht, dass auch mal ein Video gesperrt wird oder so, weil das wäre sehr schade, weil ich euch ja das ganze Spiel zeigen will. So, und ich werde jetzt hier unten gleich einen Safe setzen. Wenn wir hier raus hier ran sind. Bitte, hier wollte ich reinrennen. Aber ich glaube, ich muss hier noch hoch dann, ne? So, hier machen wir erstmal einen Safe. Nicht laden, speichern. So. Ach nee. Ich muss nur gerade reinrennen. Und da hat er mich nicht reingelassen. Machen wir anders. So, jetzt kommt er schon. Alter, was war das gerade? Ey! Was war das denn jetzt? Wieso hat er mich gleich gefressen? Mein liebes Freundchen. Das war beim ersten Mal nicht so. Aber naja. Ich werde ihn trotzdem versuchen. Ich werde Folgendes machen. Ich werde jetzt hier. So, und hier werde ich jetzt eine. Damit ich weiß, wo ich reinrennen muss. Ich sollte vielleicht springen dann auch. So, da kommt er schon. Ja, ja, T-Rex. Moment, wir gehen ein bisschen nach da. Ein bisschen nach vorne. Ah, jetzt kommt er natürlich nicht, ne? Komm her! Hier ist laut. Oh, ich treffe ihn.
Jetzt, Lara, jetzt spring doch nach hinten. Bist du blöd? Spring da rein. Das war ein blöder Plan. Ich wollte ja eigentlich, wenn er kommt, genau, so und so. Haha. So schaffen wir das, auf jeden Fall. Solange sie automatisch dahin schießt, lebt er noch. Komm schon. Ah, nein, er lebt nicht mehr. Er ist tot. Aber wenn ich mich nicht täusche, kommt hier noch ein zweiter. Ja, der ist tot. Aber ich glaube, wenn wir das aufheben, kommt noch einer. Und das ist tatsächlich nur ein Dings. Na egal. So. Hört er den schon? Wir schießen am besten von hier. Ich weiß jetzt nicht, wie weit der hier reinkommt. Ich glaube, der kann hier nicht rein. Was machst du denn? Stirb. Fiese Nummer, ne? Also, man denkt, ja, da hat man den ersten erledigt. Jo, geil. Und er ist tot. Ja, das sollte man mit den unendlich Waffen machen. Ja, ich weiß, hier ist es saudunkel. Ist da noch einer? Hört ihr das? Jetzt hört auf. Waren aber zwei, ne? Und wieso haben die Skelette hier nichts zum Aufheben? Und sonst gab es hier aber nichts mehr, ne? Gut, das war jetzt die goldene Statue, aber wir haben ja eh, wie gesagt, eine vergessen. Und ich weiß auch nicht, ob wir die zweite finden. So, und ich glaube, hier müssen wir wieder zurück. Ich glaube. Ja. Müssen noch einen Schritt vorgehen. Hallo. So, und jetzt nach oben. Jetzt sehen wir wieder nichts. Tut mir auch sehr leid, aber ihr habt gesehen, die Fackel. Ich weiß jetzt gar nicht, ob sie die auch in der Hand behält, wenn man hier klettert. Könnt ihr mir ja mal runterschreiben. Aber ich denke mal, es wird gleich wieder hell. Ich sehe was. Also ich hätte mich jetzt mehr gefreut, wenn es da eine Waffe oder so irgendwas zu finden gewesen wäre. Und Schnitt machen muss ich auch schon. Jetzt haben wir schon wieder fast 25 Minuten. Was heißt fast? Das sind 25 Minuten.
Aber ich will hier noch raus. Und das ist nämlich genau da, wo wir hier nicht hochgekommen sind. Okay. Bisschen fehlig. Ja. Ja, bei dem einen Mal, im zweiten Mal, dass er mich einfach gefressen hat, das war ja auch fies, ne? Na gut, dann sage ich erstmal an der Stelle tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Top Rider 2 und vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.